hinten am Steuer. Ich habe die Vorläuferschatulle. Smith. Ist tot. Sehr gut, Jay. Wo ist der Chevalier? Zurück zu Garfour. Wir müssen ohne ihn feiern, fürchte ich. Mir ist nicht nach Feiern zumute, Liam. Ich weiß, wir brauchen diese Artefakte zurück, aber um welchen Preis? Samuel Smith. Er konnte kaum das Schwert führen. Ihn zu töten war notwendig. Aber... Nichts aber. Smith war ein gefährlicher Mann, ein Templer. Das Schlimmste, er hatte die Schatulle. Ihr solltet stolz sein, Shane. Vielleicht. Wir sollten jetzt nach Albany. James Wardrop, dem Lawrence Washington das Manuskript gab, doch dort sein. Kesego Vasi berichtet, dass James Wardrop viele Stämme von ihrem Stammland vertrieben hat. Wir haben Beweise, dass er hinter Massakern steckt. Er ist einer der skrupellosesten Männer in den Kolonien. Er nutzt die Buchstaben des Gesetzes für seine Zwecke. Und wenn das Gesetz nicht für ihn spricht, findet er Abgeordnete, die es beugen. Denkt an meine Worte. James Wardrop ist Bürokrat und denkt bei seinem Handeln nicht an andere. Wir können uns glücklich schätzen, hier zu sehen. Der Außenposten. Louis Paul. A woman ashore, he does adore. A girl who's plump and round. When your money's all gone, it's a same old song. Get up, Jack John, sit down. Fire! Lass die Truppe und Lampe!
die Hauptsegel! Bereit zum Zuschlagen! Fast fertig, Sir! Thank you.
forget. Maria, gone away. Goodbye, darling. Goodbye. Sturm lässt nach. Setzen und scharf zum Wind ausrichten! Setzt die Segel! Holt alles aus ihr raus! As we were fishing off Haysborough Light, shooting and hauling and trolling all night, in that windy old weather, stormy old weather, when the wind blows it all together, when up jumped a herring, the sea says, now, old skipper, you cannot catch me. In the windy old weather, stormy old weather, when the wind blows it all together, he saws the thrasher, slashing his tail. Time now, old skipper, to hoist up the sail. In the windy old weather, stormy old weather, when the wind blows. Ah!
Ihr seid da. Der Kongress berät sich noch. George Washington hat die Franzosen bei Jumonville angegriffen. Sie sehen das als kriegerischen Akt. George Washington. Ihr meint Lawrence' jungen Bruder? Ja, eben der. Apropos Lawrence Washington. Seit ihr ihn eliminiert habt, ist James Wardrop aufgestiegen. Alle Mittel der Templer stehen ihm jetzt zur Verfügung. Was ist mit dem Manuskript? Laut meiner Quellen in New York hat Wardrop es. Ich weiß auch, dass er jetzt hier im Kongress ist, schwer bewacht. Shay, findet Wardrop. Holt das Manuskript. Hier wimmelt es von Templerwachen. Liam und ich lassen ihn nicht entkommen. William Johnson war hier. Nun, er ist Händler und war vorübergehend Colonel of the Warriors of the Six Nations. Er ist verantwortlich für die Abgabe in New York. Er besitzt Güter und Handelsfonds. And yet, I'm not here to news. Ah, das muss der Templer William Johnson sein. Vielleicht hat er das Manuskript. Oder weiß, wo es ist. Wie bereits festgestellt wurde, brauchen wir die nationale Einheit. Durch einen Parlamentsbeschluss, der den Kolonien größere Unabhängigkeit gewährt. Die Franzosen sind eine Gefahr
auf die wir schlecht vorbereitet sind. Kurz gesagt, uns bleibt die Einheit oder der Tod. Wohl gesprochen, Master Franklin. Aber glaubt ihr wirklich, Britannien gewährt den Kolonien Autonomie? Sie haben keine Wahl, Master Johnson. Ihr wisst am besten, wie abgelegen dieses Gebiet ist. Ja, aber lasst uns jetzt nicht über Politik reden. Ich wollte euch für eure Forschung danken. Natürlich, sicher. Ich konnte die Schatulle nur kurz untersuchen, aber sie ist einmalig. Altägyptisch, sagt ihr? Nun, wie bereits erwähnt, bin ich bereit, sie zu elektrifizieren. Vortrefflich. Wir erhalten die Schatulle in Kürze. Und das Manuskript. Captain? Es tut mir sehr leid, Sir. Master Wardrock gibt sie nicht heraus. Er sagt, es sei zu riskant. Riskant? Ah. Ich bedauere. Ihr erhaltet das Manuskript und die geheimnisvolle Schatulle in Kürze. Du dummgesichtiger Lumpensack in Uniform. Eile noch vor Frederick und sag Master Wardrop, er soll das Manuskript schleunigst rausrücken. Sonst hol ich mir seinen Skalp. Der Rotrock-Captain darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Ich glaube, wir brauchen eine stärkere Kolonialregierung. You'll not get through here. You really think he won't catch you? Corner it. Captain darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Ich glaube, wir brauchen eine stärkere Kolonie. Destroy it, bastard! How long can they keep this up? I've got a shot! Press out of advantage! Captain darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Wohl von König George ab. Ich glaube, wir brauchen eine stärkere Kolonialregierung. He is not getting through. Come on. One and all. Finish him off. Der Rotrock-Captain darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Kolonialregierung mit oder ohne Erlaubnis Ihrer Majestät. Redet nicht so laut. Die Roten hören. Oh mein Gott. Turn away, if you know what's good for you. Oh.
Der Rotor-Captain darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Das hängt wohl vom König George ab. Ich glaube, wir brauchen eine stärkere Region. Mit oder ohne Erfolg. Schweige, pass mir auf. Attack together! Der Rotor-Captain darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Das hängt wohl von König George ab. Ich glaube, wir brauchen eine stärkere Polizei. Und jetzt zu Wardrop und dem Manuskript. I will
the bush your bomb pop. Aufpassen, Soldat. Gut. Sei sehr wach. Steady me, you don't shake us that way. You fucking trying to get away. You presume too much. Quicken the pace. Shit. Time to fight. Try to waste me. Soldier's blood, I suppose. It seems to me there's more clashes between England and France everywhere in the world. The Empire needs more land. Aufpassen, Soldat. Gut. Sei sehr bereit. Männer! I'll show you trouble! Got him in sight. I've got a shot. Keep him there. Got him in sight. Bring him down. Pretending like you have something to do and come over and... Got a line after him. Die Templar werden Rache nehmen. Let's have a word. The moon is on forever. Faster. Keep him guessing. Das nehme ich, du Templerhund. Nein! Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut, Mann! Ich befreie die Menschen von eurem Einfluss. Wie frei werdet ihr sein? Wenn erst die Franzosen in den Kolonien die Befehlsgewalt haben. Diese Kolonien wären viel besser dran, würden die Templer nicht die Strippen ziehen. Wir bringen Ordnung ins Chaos. Wenn alles erlaubt ist, ist niemand sicher. Selbst der Teufel kann die Heilige Schrift für seine Zwecke auslegen. Can't get away, corpse.